Im Supermarkt gibt es jetzt auch Monte-Eis in der Waffel und am Stiel. Und wir wollen die uns mal zusammen anschauen. Und ich verrate euch, ob sie so gut sind, wie man sich bei dem Namen Monte vorstellen mag. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, aktuell bei Netto Markendiscount in der Aktion. Heute ab Montag, der 26. für 2,99 meine ich, waren es 4 Stück pro Packung, also eine 2,99. Und ja, Monte sind wohl auch Becher schon aufgetaucht, ich habe sie nicht gesehen. Wir gucken uns jetzt diese beiden Sachen hier mal an. Und wie ich gerade sagte, bei Monte stellt man sich natürlich Pudding vor, reichhaltig, vollmundig, vielleicht sahnig, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht genau weiß, ob überhaupt Sahne in Monte drin ist. Jedenfalls ist es puddingmäßige und auch recht süße, reichhaltige und so ein bisschen diese Nuss-Schokonote, ja. Also was ganz Feines. Und das müssen diese Eis natürlich irgendwo hinbekommen, denn das Problem ist, oft kriegt man etwas, wo dann einfach der Name draufsteht, damit das Geld fließt und das Produkt hält nicht, was man mit diesem Namen assoziiert. Denn wie gesagt, vielen Firmen geht es dann einfach nur darum, Geld zu verdienen, was vielleicht nicht unbedingt denen vorzuwerfen ist, aber man sollte ein Produkt abliefern, was dann auch dem entspricht, was man dem Konsumenten weismachen will. Ich habe mich neulich mit einem Arbeitskollegen über das unterhalten, was ich hier auf YouTube mache. Und dann sagte er, und das ist jetzt einfach nur völlig neutral, weil ich weiß, dass das viele Leute machen, er guckt sich zum Beispiel gar nicht den Teil an oder er skippt den. Asche auf euer Haupt an alle, die das tun. Es gibt den Teil, wo man auf die Zutaten Nährwerte eingeht, weil für ihn ist wichtig, wie es schmeckt. Und das verstehe ich natürlich irgendwo, weil das ist ja auch das Wichtigste oder man möchte sehen, wie das Produkt aussieht. Aber so, das sind halt die, so, wie soll ich sagen, es gibt ja verschiedene Aspekte von so einem Testvideo. Die einen wollen wissen, wie es schmeckt, wie sieht es aus, die anderen wollen aber auch wissen. Und das ist so ein bisschen auch der Fokus, auf den ich Wert lege, denn ich mache ja nicht die Packung auf und esse es einfach nur vor der Kamera, sondern ich blicke immer drauf, was drinsteckt, weil ich will ja auch, dass ihr für euer Geld etwas Vernünftiges bekommt und ich will wissen, ob der Hersteller einen Scheiße verkauft oder ob man wirklich sagen kann, ja, der hat sich wenigstens Mühe gegeben und hat Sahne reingemacht. Vielleicht hat es am Ende Mist geschmeckt, aber man kann sagen, wenigstens hat er nicht mit den Zutaten gespart, sondern wollte einem was Schönes abliefern. Und ich finde das auch immens wichtig, wobei ich halt sehe an den Statistiken, dass die Videos zur Hälfte durchschnittlich geskippt werden, was glaube ich gar nicht ein so schlechter Wert ist, weil halt viele Leute, die einen wollen den einen Teil sehen, die anderen den anderen und ja, aber ich denke mir immer so, hey, das ist doch wichtig, ihr wollt doch wissen, was mit eurem Geld passiert. Denke ich mir zumindest. Nun denn, wir gucken auf als erstes hier bei dem drauf. Dann haben wir schon als erstes Milcheis, bedeutet kein Milchfett drin in größeren Mengen. Allerdings schon doch Sahne. Guck mal, das sieht nicht schlecht aus. Da ist vielleicht dann nicht genügend Sahne drin, dass man es Eiscreme nennt. Magermilchkonzentrat, also wird dann mit Wasser wieder zu Milch gemacht. Zucker, Magermilch ist aber auch drin. Sahne, Kakaobutter. Wobei vielleicht ist sie auch wirklich nur einkonzentriert, sehe ich hier gerade. Und sie haben also nicht so sehr einkonzentriert wie bei Magermilchpulver, dass sie dann Wasser zugeben. Zucker, Magermilch, Sahne, Kakaobutter, Glukosesirup, Kakaobutter auch drin. Und tatsächlich dann auch gar nicht so wenig, vermutlich für das außenrum, denn es kommt schon nach den 12,5% Sahne und ich vermute mal, dass es mehr als ein paar Prozent Glukosesirup drin ist. Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butter, Reinfett, Kokosöl, aber auch so ein bisschen für das Außen vielleicht aber auch für innen drin. Fettarmes Kakaopulver, Schokoladenpulver 0,4, Haselnussmark ist mit 0,4 jetzt nicht das meiste. Vermutlich werden wir Aromen finden, hier haben wir die Aromen. Und die Nährwerte habt ihr hier, 338 Kilokalorien, 22,5 Gramm Fett. Das geht in die Richtung von so einem Magnum, was die Nährwerte angeht. Viermal popelige 55 Gramm, also ziemlich wenig. Viel Eis bekommt man hier nicht für sein Geld, das muss man ganz klar sagen. Ach, es stimmt, Zott, Monte. Wieso Zott? Ah ja, Monte ist ja von Zott. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es hier hergestellt ist in Polen. Aber könnte sein, dass es daher geschieht, weil ich sehe jetzt hier zumindest nichts anderes. Dann gibt es, wie gesagt, noch die Waffel. Das haben wir auch Milcheis mit Schokoladen und Schokoladenmilch, Haselnüsse und einer Kakaowaffel. Und dann ist da oben auch so eine Fettglasur drauf, was vielleicht so ein bisschen an die Bueno-Eis erinnern, die ich natürlich auch für euch getestet habe. Schokoladen-Haselnusssoße, Milchschokolade oben drauf, also einiges. Hier haben wir als Zutaten auch Magermilchkonzentrat, das geht also in so eine ähnliche Richtung, Zutaten auch Sahne, Magermilch. Also ich würde sagen, so pauschal geht es in die Richtung qualitativ, aber dann halt natürlich auch für die Waffeln noch Zutaten, weil auch hier Haselnussmark, Haselnüsse sind ein bisschen drin, Aromen hier aber auch. Die Nährwerte gehen tatsächlich auch in eine ähnliche Richtung und auch hier ist der Inhalt jetzt nicht sehr groß, aber er ist zumindest ein bisschen größer mit 77 Gramm oder ein bisschen schwerer, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, das Ganze viermal in dieser Packung. Und jetzt gucken wir uns die Eis mal an.
Das war ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht aufs Eis gedrückt habe. Das ist jetzt hier also das Monte-Eis, welches also es geht in die Form Richtung Magnum, aber es ist nicht sehr groß. Es ist wirklich, ist auch nicht klein, wenn man jetzt an die ziemlich frechen, die waren noch ein bisschen kleiner, meine ich, an die ziemlich frechen Ferrero-Jogurette-Eis denkt. Die waren ja noch kleiner. Und das hier, das ist so hart an der Grenze. Also für 3 Euro ist das schon nicht wenig. Ja, ist das schon eher wenig, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm mit der Schokolade hier. Ich werde da gleich reinbeißen und werde es euch zeigen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Waffel hier noch an. Ah ja, oben so eine Oh, das schmilzt aber schon ganz schön weg hier. Muss ich mich jetzt aber ein bisschen beeilen. Und hier mit so einer Schokodisk obendrauf. Das erinnert doch dann sehr auch an Bueno und hier mit dem verschiedenen Milcheis. Man sieht auch so ein bisschen, dass das so ein bisschen glasig ist, dass da nicht sehr viel Fett drin ist. Dann hier so eine Kakaowaffel. Leute, ich fliege gleich weg. Ist ganz schön windig hier gerade. So, ich fange jetzt an mit dem hier, weil das hier wirklich schon wegschmilzt. Also hier oben drauf nochmal das Topping. So ein bisschen Nüsse auch oben drauf. Und das ist so eine recht dicke Disk oben drauf. Mmh. Die ist knackig und die kommt mir auch vor wie so, das war doch auch eine richtige Schokolade, glaube ich. Es ist richtige Schokolade. Ich weiß nicht mehr bei Bueno, da war das aber weicher. Ich glaube, das war eher so eine Fettcreme, so ein Topping, weil das hier ist richtige Schokolade. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Mmh. Sehr knackig. Hier drunter jetzt das Eis. Wie gesagt, das ist so ein bisschen dünner. Ich hebe mal die Disk hier runter, kann man das so ein bisschen sehen. Mhm. Mhm. Ja, man merkt, dass das so ein bisschen ein leichteres Eis ist. Das ist jetzt keine Sahne-Eiscreme, aber das schmeckt ganz gut. Ein bisschen die Bindemittel kriegt man mit. Von der Intensität. Monte ist ja nicht unbedingt Vanille, ne? Das ist ja, Monte ist ja Monte-Style, Monte. Das schmeckt hier also auch nicht nach Vanille, sondern ein bisschen mild nach Milcheis. Mhm. Jetzt sieht man die verschiedenen Schichten. Das ist lecker. Die Waffel hat eine leicht kakaoige Note. Ja, das ist gut. Es ist aber auch ehrlich gesagt jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde, so, es dürfte jetzt auch nicht intensiver sein, weil es dann nicht Monte wäre. Monte ist auch so eher so mild kakaoig. Und auch, wie gesagt, diese andere Sorte. Das, ich finde schon ganz gut. Ich finde ehrlich gesagt, das Highlight ist diese Schokodisk. Ich finde das richtig gut. Und gerade das obendrauf, das ist Schokolade. Das gefällt mir. Und insgesamt das Eis schmeckt mir auch, wie gesagt, ein bisschen mehr Eiscreme-Style wäre geil gewesen, aber so, da kann man nicht meckern. So, jetzt kommen wir zu dem hier, was das nochmal war. So, wir kommen zu dem. Ja, wie gesagt, leider ein bisschen angebröselt. Oh. Der fällt komplett auseinander. Also. Oh oh. Das Eis fällt auseinander. Jetzt fallen hier gerade die Schokoplatten ab, aber jetzt könnt ihr es wenigstens von innen sehen. Also hier richtig schön mit so einem Muster drin. Und ich schätze mal, das Eis wird mehr oder weniger fast das gleiche sein wie da. Mhm. Auch hier. Mit Milchschokolade. Richtig schön, knackige Schokolade. Man schmeckt auch, dass es Milchschokolade. Toll, ich bin komplett mit Eis versaut. Das ist lecker. Innen drin, wie gesagt, genau das gleiche wie da. Insgesamt so eine leicht kakaoige, haselnussige Note. Milchiges Eis. Man merkt so ein bisschen dieses Luftige auch. So ein bisschen Luft ist drin. Nichts Besonderes, aber lecker.
Fazit zu den Eis. Man muss da natürlich, und das habe ich am Eingang so ein bisschen auch angedeutet, denkt natürlich so ein bisschen davon ab, was möchte man eigentlich? Ist man so ein Monte-Fan und freut sich jetzt, dass es Monte-Eis gibt? Geht los und holt es euch. Es steht Monte drauf, es geht in eine ähnliche Richtung wie Monte, es schmeckt eigentlich ganz gut. Will man jetzt das leckerste Eis überhaupt haben, dann heißt es, okay, es ist Geschmackssache, ich finde es gut, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. 3 Euro. Mehr dürfte es dann aber auch nicht sein. Finde ich jetzt nicht übertrieben, aber es ist jetzt auch nicht gerade günstig. Schoko ist Highlight. Und insgesamt das Eis innen drin geht auch in Richtung Monte, bis auf, dass es ein bisschen fettärmer schmeckt. Aber sonst finde ich es eigentlich ganz gut, wobei ich die Waffel deutlich besser finde als das Stieleis. Und ja, was ihr damit jetzt anfangt, mit dieser Information, das obliegt euch. Falls ihr es probiert habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten gerne einen Daumen nach oben da lassen für dieses Video. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Was ich jetzt fast unterschlagen hätte, innen drin ist ein richtig geiler Schokokern.